want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't want to see. Mama told me that's gone. Okay, willkommen zurück. Wir machen hier. Ja, gut, das. Gut, das wird rein. Das Ende. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf Amüsement. Also verspricht dir nicht zu viel von diesem Video, aber ja, keine Ahnung. Ich hab Bock. Hier, ich meine, hast du Bock? Ich hab Bock, hier ein wenig mich zu amüsieren. Und ich möchte mir gerne eine Doku ansehen aus den 90ern. So über die 90er. So war es im Südwesten. Why not? Aber kann ich hier, Moment, ich muss das Bild. Hier haben wir Bild. Kann man das so laufen lassen? Ich denke schon. Okay, wir gehen rein. You're unbelievable. Die 90er Jahre. Verrückt, wild, kontrovers, aber auch einfach geil. Also 90 Jahre im Südwesten war. Ach nein. Ich will keine. Ich Jugendzeit, bin ja hier, um zu kommentieren. So. Ich will keine Mr. Know-it-alls hier, die irgendwas korrekt. Oh, die Lichtgestalt. Moment, doch, das wollen wir uns kurz ansehen hier. Ich habe die Lichtgestalt gesehen. Moment. Ins Finale gekommen. Gegner, der noch amtierende Weltmeister aus Argentinien. Hier, die 7. Das war Litbarski? Bin ich ganz sicher, aber. Moment. Alter, ich bin ein wanderndes Archiv. Pierre Litbarski hatte die 7. Haha! Aber das waren halt damals noch die richtigen Spieler von Deutschland. Hier an der besten WM aller Zeiten. Italien 90. Das war noch hier. Matthäus, Möller, Völler, Klinsmann. Also das war, und natürlich auch das Team von Italien. Das war natürlich auch, das war noch Fußball, liebe Kinder. Das war noch Fußball. Trotz drückender Überlegenheit tat sich die deutsche Mannschaft schwer, die kompakte Deckung der Südamerikaner zu überwinden. Die größte Gefahr für die Argentinier. Richtig. Von Andreas Bremer aus, dem früheren Kaiserslautern, ein Spezialist für Freistöße. Maradona hätte Weltmeister werden können. Aber es hat nicht sein wollen hier. Dann brachte ein Elfmeter die Entscheidung für Deutschland. Andreas Brehme setzte den Italien war für Deutschland. Italien war tatsächlich für Deutschland, weil Argentinien hat Italien ausgeboxt im Halbfinale. Ah, komm, halt die Klappe. Ich will die Lichtgestalt sehen hier. Oh, Andi Brehme. Tor! Er ist drin! Ja, alle sind sie da. Oh, darf man das noch zeigen? Darf man das noch so? Also ich bin verunsichert. Hier ist das schon irgendwo grenzwertig. Also, da kannte man auch wirklich noch alle Fußballspieler. Ja, du bestimmt, ja. Für den Titel am Ende sorgen Rudi Schwächeanfall. Oh, toller Song auch natürlich. Stollenpech und Andis Ruhepuls. Eben gerade gehört, Lothar, dass sie eigentlich einen Elfmeter schießen sollten, aber wegen des neuen Tools nicht noch wollten. Das ist in der ersten Halbzeit schon nach ca. 15 Minuten. Der Lodder macht mittlerweile Werbung für Rendito oder sowas. So, bring uns dein Auto und wir geben dir dafür Geld. Dafür macht er Werbung auf Vox. Ja, man muss schauen, wo man bleibt. Ist halt so, ja. Okay. Ist aber nicht schlimm, wenn dem Lothar. Halt die Klappe. Aus dem Schuh. Wo waren wir eben nicht hundertprozentig sicher, da wir werden eine hundertprozentige Elfmeterschütze in der Mannschaft haben. Komm, ich will jetzt hier den Kaiser sehen. Wir wollen den Kaiser. Halt die Klappe. Drei Wochen abgestellt. Egal. Kaiser. Oh mein Gott! Ja, aber was hat er geweint? Was hat er geweint? Kaiser.
Es hat sich während des gesamten Turniers durchgezogen. Und ich glaube, es gibt keine Mannschaft bei diesem Turnier, die uns verloren. Das Wasser hätte reichen können. Damit die Kameras gut sehen können. Ja, es gibt. Komm, das schauen wir jetzt kurz an. Moment, habe ich jetzt Bock drauf? Moment. So, hier, das. Das Leben des Franz. Also, das ist schon. Das ist Peak Satire. Harald Schmidt. Muss ich noch mehr sagen? Harald Schmidt. Verknappt die Szenerie aufgebaut. Und was wir uns im Speziellen anschauen wollen, ist eben diese Szene, die wir gerade eben gesehen haben. So. Die wird hier nochmal aufbereitet. Dieses Happening. Happening! Hier in. Wo war das Endspiel? In Rom? Vermutlich in Rom, ja. Moment, ich muss das kurz hier mit dem Adlerauge sehen. Ah, let's go. Wir sind jetzt hier. Also, okay. Das ist jetzt diese Szenerie. Hier, Endspiel. Italien 90. Die BRD spielt gegen Argentinien, besiegt Argentinien und wird Weltmeister. Und voilà. Here we are. Watch this. Eigentlich der Punkt, wo der Kaiser nochmal eine neue Dimension erreicht hat. Denn ab da war es dann im Grunde auch nicht mehr der Kaiser, Gedanken verloren im Stadion in Rom, sondern ab dahin war es die Lichtgestalt. Er hat ab dann alles gerettet, was auch nur irgendwie rettungsbedürftig aussah. Und in diesem Triumph war noch ein Mann, der Nähe gesucht hat. Also, ja, wir haben ihn auch gesehen. Ja. Der einfach die Spieler umarmt hat. Und man hat, ich habe in der Zeitung gelesen, einige Spieler wären beweglicher gewesen hinterher, als auf dem Spielfeld bei der Bewegung, sich aus der Umarmung des Kanzlers auszudrehen. Ja. Diese Probleme hat der spanische Trainer nicht. Ich habe hier eine Notification. Ich habe Antwort gekriegt. Ich habe hier Beef gestartet. Ich wollte nur etwas trollen. So hier unter einem Video. Hier von diesem Dude, Just Nero. Der wurde mir recommended. So, YouTube meinte, hey, watch this. Das könnte dir gefallen. So, okay. So, und ich bin dem Video gefolgt und er fährt eine komische Schiene hier im Mittelteil und ich habe ihn dann darauf angesprochen. So, und jetzt ist hier schon die Armee der Weißen Ritter ist unterwegs hier. Ich habe vom Dude selbst keine Antwort bekommen. Aber hier, bist du nüchtern? Was soll ich antworten? Natürlich nicht. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht geht dieser Beef hier so als Side-Roll noch weiter. Ja, wir sind gespannt. Wir wollen uns nochmal hier. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück nach Rom. Hier zu Gianna Nannini und Eduardo Benato. Der heißt fast wie ich. Oh, hier. Hier Augenthaler, alle sind sie da. Und da jetzt hier die Lichtgestalt. Also einen verdienteren WM-Sieg habe ich noch nie gesehen. Franz Beckenbauer, eine absolute Legende. Ja, war schon, also gut verdient. Ja, doch. Es war eine großartige WM. Natürlich, man hätte gerne Italien im Finale gesehen. Ich hätte gerne Italien als Weltmeister gesehen. Dann wurde es Deutschland. Deutschland ist auch okay. So hier, Liebe geht raus. An das Team der 90er Jahre. Bis heute auch für mich geblieben. Ach komm, ich gibt's ja nicht keine legit 90er Doku. Ohne, weißt du, ohne diesen. Weil das mache ich ja hier so. Wir brauchen hier keine zusätzliche Assistenz. Okay, Moment, ich schau mal kurz. Moment. So, nein, komm, wir ändern das Schlachtfeld. Fick die 90er. Die 90er sind vorbei.
Let Loose. Wir schauen uns Kampfsaufen bei Jugendlichen an. Aus dem Jahr 2003. Das war schon nach der Zeitenwende, als Kerosin, Stahl, Türme dahin schmolz. Es war eine verrückte Zeit. Zu wild, was damals abging. Mit Teppichmessern hat man Flugzeuge erobert. Es war verrückt. Und man hat seine Pässe verloren und die hat man dann aber wieder gefunden, zum Glück. Im Schutt der ob höhere Preise wirklich abschreckend werden. In dieser ganzen Verstaubung der 9/11-Relikte. Folgen, die uns jetzt unsere ZDF-Reporter zeigen. Hannover Schützenfest. Einsatz für Holger Rathjens und Britta Rummel vom Roten Kreuz. Sie suchen einen Betrug. Schnell, es eilt! Verwirrung. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Die Kollegen mit dem Rettungswagen sind schon da und helfen den Menschen. Hast du das neue Lied gesehen von Alexander Markus? Also ich bin nicht so... Es ist okay... Hier mit Knopf, Reißverschluss, wie ging die Kiste? Italien war besser. Ach komm, wir hören kurz rein. Warum nicht? Hier Reißverschluss klemmt. Am Montag war hier die offizielle Weltpremiere. Da gibt es ein Problem. Keiner will drüber reden. Das erholt die Menschen. Reißt sie aus ihrem Leben. Und keinen interessiert es, obwohl es gut nicht brennt. Immer mehr Menschen erleben, dass ihr Reißverschluss klemmt. Ja komm, bevor ich hier noch einen Strike kriege. Also, es ist eher, also es ist nice von der produktionstechnischen Seite her, finde ich es nice. Also der Track an und für sich ist solide. Ja, es zieht halt nicht so. Es zieht halt nicht so. So, wie gesagt, Italien war besser. Das war diese Geschichte hier. Das war schon nice. Das war die vorletzte Veröffentlichung. Ich habe Angst, dass das gestrikt wird, weil ich mir hier wieder rechtlich irgendwelches Bild-Tonmaterial aneigne. Kampfsaufen! Okay, wir sind ready. Wir gehen rein. Alkohol ist Einsatzgrund Nummer 1, sagen uns die freiwilligen Sanitäter. Ich weiß nicht, läuft das überhaupt? Ich sollte den Ton anders... ich müsste in die Wired und all das irgendwie anders verkabeln digital, weil... Der Ton wird jetzt, du hörst das ja, mit diesem hübschen Echo, das läuft jetzt alles über das Mikro. Aber eigentlich müsste ich den Ton des Videos direkt aufnehmen und hier diese zusätzliche Tonspur meiner Rede hier separat aufzeichnen. So, all das ist machbar, aber ich hatte Angst, ich wollte die Einstellungen nicht verändern, weil es dann womöglich gar nicht mehr läuft so. Okay, aber wir schauen für das nächste, für das nächste Happening hier. Ich versuche das anders zu organisieren. Aber jetzt aktuell läuft das so hier. Das bleibt alles so, wie das ist. Im Schützenfest machen die Jugendlichen erste Bekanntschaft mit dem Zug. An der Sanitätsstation die 13-Jährige. Hört mal das Video, ist es laut genug? Schützenverein, denen ist die Sache jetzt einig. Hier gibt es nichts zu sehen. Ein Teil, 70-80% sind schon irgendwie so, dass es jüngere Leute sind, die auch dem Alkohol relativ ausgiebig frönen. Während die 13-Jährige behandelt ja, da würde ich doch sagen, Prost! Hoch die Tasse. Wir wollen uns ja reinfühlen hier in die Thematik. Also das junge Mädchen von 13 Jahren hat
vermutlich zu viel Alkohol getrunken, diese neumodische Getränk, Alkopops, davon, was wir mitbekommen haben. Mit 13, das ist schon, ja, das ist schon, ja. Die hat sich bei uns eben gerade im Auto 3 bis 4 Mal übergeben. Trinken aus Tradition. Beim Schützenfest gehört der Rausch dazu. Die Jungen lernen es von den Alten. Kultgetränk, Ötchenlagen. Ja, da hat er gerade so, er ist so, es hat der Effekt der Kamera, also er hatte die Kamera auf sich und ist dadurch es leicht eskaliert für seine Verhältnisse so. Und im letzten Moment siehst du diesen kurzen Blick und du weißt so, er fragt sich, oh mein Gott, war das jetzt gerade peinlich? So, das ist nice. Hier, schau, jetzt ist er am Eskalieren. Er, im Grunde überschreitet er jetzt die Grenze, so seines, you know, er hat sein Anti-Terror-Field ist gerade ziemlich weak. Beim Schützenfest gehört der Rausch. Durch den Alkohol bedingt. Okay, watch. Die Jungen lernen es von ihm. Ja, hier, dieser letzte Moment. Ich hab's gesehen. Alten. Kultgetränk, Ötchenlage. Das ist schon so eine Sache, wie telling Augen sind. Ich kann mir das gar nicht richtig erklären, aber weil ich meine, Augen sind Augen so. Aber du siehst, alle Informationen, die kriegst du über die Augen. Und ich mag auch Humor, der das mit einbindet. Der so mit Blicken auch arbeitet. Das ist nice. 50 Cent. Einsteigerpreis. Das Mineralwasser ist teurer. Was? 50 Cent für ein alkoholisches Getränk, Realtor? Ein junger Mann liegt vor dem Festplatz im Gras. Noch sieht die Sache ganz harmlos aus. Ich muss. Hier, let some air into this room. Das stimmt hier nicht, merkt Sanitäter Björn Wuttig. Ja, Heck hat auch gesagt, das ist ziemlich eindeutig, ja. Ja, aber mir wurden die Kampfsaufe der Jugendliche versprochen. Ich sehe hier einen alten Dude im Krankenwagen. Was stimmt hier nicht? Die Sanitäter brauchen Verstärkung. Ein Notarzt muss her. Runde her, bitte mal. Ganz jetzt. Immer schön bei uns bleiben. Ja? Noch nicht weg sein, bitte. Sonst habe ich Papierkram. Wir bleiben hübsch am Leben, bis wir das Krankenhaus erreicht haben. Hat auch schon einiges an Medikamenten bekommen, um das jetzt wieder in den Griff zu bekommen. Der Arzt ist jetzt da. Jetzt werden wir weiter schauen, was wir machen können. An der Tür zur Notaufnahme endet der Job von Wuttig und seinem Team. Der junge Patient ist in guten Händen. Okay, er fühlt. Schnell das Richtige getan. Er fühlt. Warten, bis der Arzt kommt. Diesmal kam der Arzt gerade noch rechtzeitig. Gut, aber das ist schon Next Level. Also sich effektiv in den Spital saufen. Das ist schon Next Level. Auf diesem Trip war ich bislang nicht. Ich war auch schon sehr betrunken, aber ich konnte noch nach Hause wanken. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon hier... Das ist Next Level, ja. Ist das based? Ich weiß nicht. Diesmal kam der Arzt. Es ist eher hilfsbedürftig. Go! Trink dein Coca-Cola-Mischgetränk. Ah, Sangria. Wir trinken demnach Sangria. Oh, man spielt Yahtzee. Ein tolles Spiel. I love it. Yahtzee ist großartig. Hier, dieser Pool erinnert mich an 60 Stunden Dauerparty. Und wollen wir kurz da rein switchen? Weil es gab da... Ich weiß nicht, ob man das jetzt fühlt, so out of context. Weil es gab da diese Szene am Pool. Moment. Hier, ich rede hier von dieser Doku. Also das ist... gut, das könnten wir uns natürlich auch ansehen. Ich habe mir das schon öfters gegeben. Irgendwas mag ich daran. Und... wollen wir uns das ansehen? Nein, wir wollen Jugendliche im Koma hier, Koma raussehen. Aber es gab hier, schau, das hat mich erinnert, es gibt hier diese,
epische Szene hier am Pool der betuchten, ja nicht der, die betuchte Tochter, kam das, also ihre Eltern sind rich, some rich motherfuckers, und wir haben hier halt einen Pool zu Hause, so, und sie und die Crew sind hier am Chillen, und es kommt plötzlich, kommt es so zum Real Talk. Womit keiner gerechnet hätte. Aber das ist halt, ja, das ist halt auch, das ist der Effekt der Kamera. So, Leute vor der Kamera benehmen sich anders. Und, darum kam es dazu so. Und hier wird plötzlich die Bomb gedroppt. Hier, von der Rothaarigen hier, die rote Zora. Ist ein Player. Und der andere fühlt sich dann etwas ausgenutzt. So, hier, der Dude hier. Oh, ich könnte einen Liebesbrief als Mixtape aufnehmen. Ja, der Alter. Aber er macht eine Lehre sehr vernünftig. Aber wir waren bei der anderen Dokumentation. Moment. Okay, 3, 2, 1. We're back in the room. Have you ever seen... Ja, ihr did. Wir haben uns das zuvor schon angesehen. Hier einfach nochmal, um anzuknüpfen. Wir schauen Jugendlichen beim Kampfsaufen zu. Im Jahre 2003. So wie sie können. Kostet oder? Das? Ja, darauf haben wir uns geeinigt hier. In dieser Diktatur. Nichts. Wir schauen uns das jetzt an. All You Can Drink Hotel sind alle Getränke. Das All You Can Drink Hotel gibt's... Real Talk? Es gibt ein All-You-Can-Drink? Moment. Also ich habe hier mein Medium befragt. Es gibt kein All-You-Can-Drink-Hotel. Also, dass ich so, das unter dieser Flagge segel, das gibt's nicht. All-You-Can-Drink-Hotel near me. Oh, das wäre natürlich nice. In Schaffhausen gibt es einfach mal, ich hab mich gedoxt. Wegen die Haters ist das nicht so gut. Also wenn du Kokain willst, geh hier hin. Das war ein Tipp. Moment, wir gehen zurück in die Doku. Wir fahren fort. Hier, Kampfsaufen. Zu Hause in Deutschland durfte ihm kein Wirt Wodka-Cola aufschenken. Ah, Wodka-Cola. Oh mein Gott, gut, okay, es ist okay. Wodka, Cola tut gleichmäßig weh. Aber ich meine, der Chad trinkt Wodka Energy. So, das ist, oder pur. Pur oder Wodka Energy, also das ist the Chads Choice. Ja, das sind Virgin Drinkers. Ja, wie er sein Hütchen schon anhat. Du siehst halt legit behindert aus. Wenn man so eine Kappe nicht ordnungsgemäß trägt. So, ich meine, der Schirm muss entweder hier straight geradeaus, auch hochgeklappt ist behindert. So, einfach mach den Schirm geradeaus oder nach hinten. So, 180 Grad. Das ist cool. Aber das ist behindert. So, es... Schau, Mode ist immer eine Gratwanderung und er fällt des Todes. Der Plan für heute Abend ist klar. So, du kannst gar nicht so ein krasser Ficker sein, dass diese Kappe hier noch als unbehindert durchgeht. Das läuft nicht so. Natürlich, das sind ja Jugendliche und so. Man probiert sich noch aus. Aber es ist behindert, es ist kernbehindert, seine Kappe so zu tragen. Es macht mich... wütend. This Engelser confuses me. Die Reisebranche hat einen Markt für Jugendlichen entdeckt. Kampftrinken als Freizeitvergnügen. Saufen! Oh Gott, es gibt noch behindert. Gut, das ist so halb behindert. 30% behindert. Die Hemmschwelle ein bisschen gesenkt wird und jeder mehr aus sich. Und das hier ist. Schau, ich bin kein Dude, der irgendwie hier ein Geschäft führt und Leute einstellt. Aber so ein Dude würde ich never ever einstellen. Just because. Also, ich kann auch gut, andererseits, vielleicht ist er eine Kapazität. Also ich sehe hier einen künftigen IT-Techniker. Vielleicht hat's der Dude ja drauf. Dann könnte man allenfalls darüber reden.
Aber das muss raus. Also das muss raus. Aber es gibt viele, die können das nicht und insofern ist es eigentlich ganz gut. Wie kann man sich nur so verunstalten? Wie mit Tätowierung. Ich fühle diesen Gefängnis-Grind nicht. Diesen Gefängnis- und Huren-Grind der Tätowierung. Ich fühle das nicht. Sonne, Sand und Meer, Nebensache. Das Ziel ist die Hotelbar, die jüngsten sind gerade. Hier, was trinken wir? Hap, Chap. Chip und Chap? Ist das Chip und Chap hier? Aber wir haben einen Smirnoff-Eiskübel. Wir haben die Bitches an der Bar. Wir haben hier, wir sind bereichert. Let's go, also, man, die Party die kann steigen. You can drink Urlaub, angeblich. Ja. Können wir alkoholfrei? Ja, alkoholfrei. Das macht besonders Spaß. Billiger Wodka in allen Variationen. Ich liebe, ja. Ich bin Team Wodka. Team Wodka. Und ich muss auch sagen, ich kenne keine anderen Spirituosen. Bacardi, Wodka und Whisky. Und Whisky fühle ich nicht, aber das ist mein Spektrum so. Bacardi, Wodka und Whisky. Whisky mag ich nicht. Whisky auf Bier kommt ganz schlecht. Und da bleibt für mich eigentlich nur Bacardi oder Wodka. Und also ich mag Bacardi, wenn ich so das Gefühl habe nach Tropeninsel, weil ich lebe das Meme, weißt du, die Bacardi-Werbung. Also ich lebe schon dieses Meme, wenn ich tatsächlich unironisch Bacardi trinke, allerdings nicht pur. Ist das intended, pur getrunken zu werden? Ich bin mir da, ich kenne mich doch nicht aus. Aber Bacardi-Cola geht schon fit. Hingegen Wodka-Cola ist das ist barbarisch. Das ist einfach barbarisch. Man trinkt Wodka pur oder mit Energy. So, das ist hier. Das ist das flüssige Pech. Neben der Spur. Jeder will einfach nur den Hals voll kriegen. Urlaubsrausch für 300 Euro die Woche. Real Talk? Oh Mann, ich buche meine Ferien. Aber das glaube ich nicht. Du kannst doch nicht für 300 Euro... In einem Hotel hier auf, wo sind wir hier, Mallorca, Ibiza. Du kannst doch nicht für 300 Euro eine Woche buchen und dich 24/7 besaufen. For free. Das glaube ich nicht. Taschengeldtauglich. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich meine, das saufe ich ja an einem Tag weg. Natürlich mit genügend Sportsgeist. Gut, aber ich muss ja, also ich finde das, ich meine, da ist ja offenkundig, ist das ja hier ein Nafri. Aber ich finde das immer sympathisch, wenn so ein Nafri flüssiges Deutsch spricht. Besonders auch Schweizerdeutsch. Ein Neger, der Schweizerdeutsch redet, also finde ich sehr sympathisch. Weil ich finde dann, der Boy hat sich qualifiziert. Weißt du, was ich meine, so. Nothing wrong with this dude. ja, just say. Dann ist die Atmosphäre viel besser. Alle auf einem Promille-Level. Erst wird gebechert, dann wird gebaggert. Oh my God. Ist das hier cultural approach? Ich weiß nicht. Oder ist er ein Ureinwohner? Ist er? Gut, vielleicht ist er so eine mallorquinische, wie sehen mallorquinische Ureinwohner aus? Vielleicht haben die Arastas getragen. So, gut, ich, keine Ahnung, ich will mich da jetzt nicht festlegen, ob ich das jetzt so verurteilen soll, was der Dude hier sich als Haartracht erlaubt. Warum hält er sich die Nase zu? Ist das so ein Ding? Okay. Die Liste ein, die Clubs. Animateur Francis lockt im Namen des Reiseveranstalters ins Nachtleben mit Fuselrabatt. Warum hat man da mehr Zug oder was? Oder warum hält man sich die Nase zu? Ich kenne das so aus anderem Kontext. Damit es mir Grip hat, irgendwie. Ich glaube, das ist die. Was war das für ein Brumpfschrei? War das der "Wir sind ready für die Party"-Schrei?
ich glaube schon, die Jagdsaison ist eröffnet. Nekrophilisa, 14 Jahre. Nekrophilisa? Nekrophilisa? Das ist ja wie Peter Rast. Ja, ich bin Peter Rast. Nekrophilisa! Komm, hör mir auf, das ist doch nicht legit, oder? Nekrophilisa. Ach, Weckruf für Lisa! Ein Weckruf für Lisa! Oh, Entschuldigung. Da bin ich jetzt ganz falsch gedriftet. Skr, skr! Skr, skr! Skr, skr! 36. Weckruf für Lisa. Weckruf für Lisa! Und ich habe Nekrophilisa verstanden. Ja, ja. Zu wild, zu wild. Mit 13 wachte Lisa nach durchzechten Nächten irgendwo zwischen Punks in Berlin auf. Jetzt lebt sie bei Parseval, einer stationären Einrichtung für suchtkranke Kinder und Jugendliche. Oh mein Gott. Der Absturz von der Klassenbesten bis hin zum Heroin-Junkie. Für Lisa führte der Weg über Alkohol. Vier Alkohol. Okay, aber nices Pepe-Outfit hier. Also das hatte Stil. Das hatte sehr viel Stil hier. Hier, Baggy, nice Shoes. Man hat auch eine Figur, mit der man das tragen kann. Hier, man ist etwas Tomboy unterwegs. Nicer Style. Hier, Palästina. Represent. Ist das, aber ich glaube, das ist eine Dog Whistle. Das ist eigentlich ein Code für Antisemitismus, so ein Tuch zu tragen. Ja, da musst du auch was trinken. Aber Alter, die ist ja wirklich jung. Und, nee, zu den Leuten, wenn die Leute besoffen sind und du bist nicht besoffen, mit denen zu reden, ist verdammt schwierig. Aber die ist intelligent, ja? Nach dem Frühstück. Ja? Also, man hört das schon so, wenn ein kluger Mensch sich artikuliert, ich gehöre nicht zu diesem Team, aber man hört das schon, es steckt irgendwie, ist das so embedded im Satzbau, I don't know. Aber sie wirkt sehr intelligent auf mich verdammt jetzt, in diesem kurzen Ausschnitt. Nach dem Frühstück. Rauchen nach Stundenplan. Erlaubt sind 8 Zigaretten pro Tag. Hm. Am Wochenende 10. Das ist hardcore. Ich bin immer so eingeteilt. Und der erste Trip am Morgen, das ist so gut. Das ist richtig cool, ey. Rauchen erlaubt. Alkohol verboten, weil Einstiegsdroge Nummer 1 für die Jugendlichen. Look at me, ich bin krass. Erste Alkohol schon mit 12 oder 13 Jahren. Nichts Besonderes, sagt die 14-jährige Lisa. Er ist noch Aspirant. Heute ganz normal. Naja, ist doch Standard, oder? Was sind denn das für Fragen, Mann? Die ist sehr intelligent, ich sag's dir. Ich sag's dir, Rudi. Das ist irgendwo auch sexy. Gut, wir reden. Nein, Entschuldigung, ich nehme das zurück. Jetzt die Langeweile. Arbeiten wie Putzen und Kochen gehören deshalb zur Therapie. Ja, es hat Arbeitstherapie, ne? Das war so unbedingt. Es hat Arbeitstherapie, ne? Scheiße. Ja, kannst du hier putzen, ja? Dann retten wir die Welt, ja. Vor ihrem Absturz war Lisa ein Vorzeigekind aus gutem Elternhaus, bis sie es satt hatte, perfekt zu sein. Aber nice Outfit! Also ich finde das wirklich, das großartig. Ein freches Shirt. So, ich trage die 9. Niemand weiß warum, aber let's go. Nicht alle minderjährigen Alkoholkranken trauen sich vor die Kamera. Bei Parseval ist die Älteste 16. Gruppengespräch mit Betreuern. Zum Trinker werden kann. Ja, hallo, ich bin die Claudia, eigentlich bin ich Alkoholiker. Und früh, denn Alkohol ist für Jugendliche leicht zu besorgen. Folge, sie trinken bis zur Besinnungslosigkeit. Komasaufen ist gut. Wenn du trinken gehst, dann reicht ja nicht, dass du, weiß ich nicht, sagen wir mal, ein Glas. Bicycle Trader. Nice Shirt. Trinkst und das genießt, das reicht gar nicht. Du musst dich richtig komasaufen, das ist auch, finde ich, so eine Art. Kleiner Wettstreit. Also so, wer ist betrunkener? Natürlich, es ist immer Competition. Das Life ist Competition, das ist schon klar. Ja, wer ist besoffener? Ja. Für Lisa gehörte der Alkohol einfach zum Tagesablauf. Ja, und keine Ahnung, fängt halt um 2 Uhr an und hörst dann irgendwann auf. Lisas erstes Bier war mit Zitronengeschmack. Schnaps hat sie gemischt. Oh, ich liebe Zitronengeschmack. Typisch für Mädchen, sagen Betreuer. Sie ich trinken, weil sie dazugehören wollen. Alles mit Zitrone ist großartig. Schluck hilft ihnen die selbst Fisch wird doch Zitrone genießbar. So, das ist doch voll krass, Mann, dass der Markt irgendwie ältere Alkoholjugendliche herstellt. Was? Sie sind knapp 14 und immer ist Alkohol im Spiel. Sie treffen sich regelmäßig, dreimal die Woche, wie Kinder aus Duisburg-Hochfeld.
Gemeinschaftliches Trinken auf dem Spielplatz um die Ecke. Er hat hier noch was mitgebracht. Oder was war das jetzt hier? Gemeinschaftliches Trinken auf dem Spielplatz um die Ecke. Gebechert wird, was Sie bekommen können. Okay. Also direkt aus der Flasche. Also auf diesem Level bin ich noch nicht, aber ja, wir schauen weiter. Das kein Kiosk an 14-Jährige verkaufen, aber heute machen trotzdem Apfelkornbier und Alkopops die Runde. Apfelkorn? Ich habe noch nie in meinem Leben Apfelkorn getrunken. Aber ich glaube, das will ich schon fühlen. So, ich mag Apfelflavor und Apfelflavor mit Korn. Also ich muss mal schauen. Ich glaube, das ist in der Schweiz, gibt's das so? Ah, bestimmt gibt's das. Gut, Schweizer mit Pflume, Schnaps und ein Kirsch. Es ist big. Aber Apfel, wie hieß das? Apfel? Keine Ahnung, ich watch it out. Also wenn es das gibt, dann bin ich jetzt durch diese Doku hier angefixt. Dann werde ich mir das eventuell gönnen. Hängt natürlich auch vom Preis ab. Und trotzdem Apfelkorn, Bier. Apfelkorn. Und die Runde. An süchtig werden denkt hier keiner. Sie wollen nur Spaß haben. Oh, Apfelkorn hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Ja. Weil Spaß macht. Erklär dir mal, was daran mehr Spaß macht. Okay, eins oder zwei. Ich weiß nicht. Es ist schwer. Also ich finde es beide nicht unheimlich. Ach komm, wir reden. Nein, komm, wir streichen das. Das hat Lust, ja. Was machst du? Nein, auch für sie habe ich kein Foto. Auch für sie habe ich kein Foto. Keine Rosi. Das ist immer witzig, so wenn einer mal so ein bisschen voll ist und dann kann man mal zugucken. Sie ist Katastrophentourist. Das Laufen der Kinder, das die Duisburger Suchthilfe in Alarmbereitschaft versetzt hat. Ja, hallo, ich bin die Sozialarbeiterin. Ja, ich bin die Gabi. Ja, und wie geht's euch so? Das ist mir aufgefallen, also nicht nur deswegen, weil... Mit Seminaren und Beratungsgesprächen in Schulen allein erreichen sie die Kinder nicht. Aber hier der Boy, also da, es kann Boy, oder? Das ist hier ein Girl? Aber sie hat schon, sie fühlt schon diesen Boy-Style, ja? Komische Geschichte. Jugendtrinkern hilft. Ja, der direkte Kontakt. Der Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen hat eine völlig neue Dimension erreicht. Das ist so ein Skinny for Life, Dude. Es gibt diese Leute, also Props gehen raus, Shoutout. Aber das sind diese Leute, weißt du? Weißt du, ich neige dazu, Gewicht zuzulegen. Ich baue sehr schnell Fettreserven auf. Ich muss da immer schauen, dass ich nicht zu rollmopsig werde. Aber das ist so ein Dude, ich sehe ihm das doch schon an. Der kann hier random jeden Tag zu Burger King gehen und der wird nicht wirklich dicker dadurch, so. Ja, das ist halt so, ja, das Leben ist irgendwo nicht gerecht, aber hat ja auch niemand mehr auf. Hat eine völlig neue Dimension erreicht. Die neue Qualität ist, dass die Kinder selber trinken. Dass sie missbräuchlich trinken, missbräuchlich heißt, dass sie regelmäßig trinken, dass der Alkohol... Trinken missbräuchlich, ja, okay. Wie gebraucht man denn seine Getränke korrekt? In einer Sprechstunde haben und da haben wir durchgängig von Hauptschule bis Gymnasium, wenn es auch keine Unterschiede, immer mindestens 1-2 kennen. An den Stoff kommen sie offensichtlich. Oh ja, das ist der Ostblock-Shit. Also nice. Gut, ihm fehlt jetzt noch irgendwie die Attitude, so. Es fehlt noch ein wenig hier die Haltung. Aber so das Potenzial ist da hier. Also das kann schon. Doch, das gleich. Kommt schon. Das jedenfalls behaupten Dominik und seine Freunde, alle 14 Jahre alt. Ja. ich hab so viel Scheiß gesehen. So, er kennt den Gore. Ja. I'm a Survivor! Das hier ist Stalingrad. Straight out of Stalingrad. Das sieht. Klappt das oder klappt das nicht? Habt ihr Probleme daran zu kommen? Ja, wie gesagt, manchmal. Ich weiß nicht, der Dude ist, ich glaube, älter als er wirkt. Komisch. Aber in der Regel klappt das immer. Aber in Eagly, er hätte Eagly-Frisur. Die hatte ich als Bub auch immer, weil. Das war so der Klassiker, so Igeli.
der Igel. Man trägt, look at me, ich trage einen Igel. So, das war schon der heiße Scheiß, den musste man haben als 11-, 12-Jähriger. Also am Ende eines langen Tages seid ihr immer gut versorgt. Ja. Das Mikrofon hängt ins Bild. Ältere Leute vor uns. Also so andere, die jetzt nicht dabei sind, sind auch 17, 18. Wie leicht ist für die 14-Jährige... Die war Katholikin. Ich bin mir da ziemlich sicher, weil man in diesem Alter nicht so random so ein Kreuz trägt. Dabei sind sie auch 17, 18. Außer eben... Wie leicht es für die 14-Jährigen tatsächlich ist, sogar hochprozentigen Alkohol zu kaufen, zeigen uns Dominik und seine... Wir tragen Kreolen, ja? Diese bloody großen Ohrringe. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass sowas sexy sei. Ich fühle mich nicht. Ich fühle allgemein Schmuck kann ich. Ich bin da etwas. Ich fühle weil ich trage auch eine Kette tatsächlich. Mit einem Kreuz dran tatsächlich. Aber ich trage das nicht so for the world to see. Sondern das ist einfach so mein Mission Statement für mich selbst. Und ich trage das immer bedeckt. Ich trage das unter dem Shirt. Aber wir reden hier von Schmuck. Okay, was ich sagen wollte, also das finde ich, ja, natürlich finde ich das dann okay. So. weil ja, man fühlt das halt, man will das haben, so, let's go. Aber was ich nicht fühle, ist dieses, look at me, ich trage Schmuck. Weißt du, dieses, einfach damit zusammenhängt so eine Attitude, so ein Geist, den ich einfach nicht mag. Das ist... Ich verstehe, dass Menschen so sind und irgendwo, ich bewundere sogar, wie man so sein kann, weil das aus meinem Spektrum heraus so absurd ist, dieses Mindset. Aber ja, people are people. Was will man? People are people. Und Bitches sind Bitches. Es ist halt so. Hier, mein Name ist Carsten Stein. Nein, der erinnert mich an diesen Anwalt. Ah, wie hieß der Dude? Aber er hat doch was von Alexander Markus, sein Onkel. An Jugendliche oder an Kinder hochprozentigen Alkohol verkauft. Wissen Sie, dass ich... Ah, er kommt von der Kriminalpolizei, ja. Die sind 16. Die sind 16? Ja, ja. Haben Sie das denn überprüft? Ja, ich habe... Muss ich das prüfen, oder wie? Ich habe das so gesehen. Haben Sie das überprüft? Nee, ich habe gefragt. Sie sagen immer, ich will Zigaretten kaufen, und dann zeige ich Ihnen gefragt. Ja, ich bin schon 18. Haben Sie jetzt noch was gesehen? Nee, jetzt nicht. Auch am nächsten Kiosk ist der Kauf kein Problem. Die für Jugendliche verbotenen Alkopops bekommen sie ohne Kontrolle. Und auch hier... Ah, das war dieses Smirnoff-Eis. Davon habe ich auch sehr viel weggekippt damals. Auf einschlägigen Partys. Ah, das war schon nice. Aber waren halt viel zu teuer. Ich glaube, 5 Franken haben sie einem abgenommen für eine Bottle. 5 Franken für 3 Deziliter. Und da muss ich dann sagen, also... Natürlich, im Partyumfeld, let's go. Aber das ist Raub. Das ist einfach Raub. Haben Sie geprüft, ob die wirklich 16 sind? Nee, habe ich nicht geprüft. Habe ich mir gedacht. Habe ich auch schon öfters gesehen. Wir gehen zu Edeka. Mann, lass doch den kleinen Händler in Ruhe, Mann. Der will ja auch nur sein Leben leben, so. Und ein bisschen Kohle machen und... Meine Güte, lass doch den Dude in Ruhe. Alle große Geschäfte und kaufen da auch. Was soll Sie der Scheiß? Kindern den Alkohol geben? Nee, eigentlich nicht. Warum machen Sie es bei anderen Kindern? Tja, war mein Fehler, ne? Ja, das komm. Nur die kleinen Kiosk, komm, der das den großen, ja. Supermarktketten ist für Dominik. Okay, jetzt hier kann man ansetzen. Okay, danke, aber lass doch den kleinen Dude in Ruhe. Mehrere Wodka Smirnoff und an der Kasse wieder die üblichen Ausreden. Kann ich Sie noch was fragen? Sie haben gerade an... Guten Tag, mein Name ist Müller, ich komme von der Kriminalpolizei und ich habe gerade gesehen, Sie haben hier Alkohol verkauft an Jugendliche. Haben Sie das kontrolliert? 14-jährige Kinder... Do you have a license for that? Und damit eindeutig gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Ich dachte, das sind Ältere, oder? Das ist ein Idiot. Mit dicken Gehalt. Ja, sicherlich. Polizisten verdienen sehr gut. Ja, sehr, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Eigentlich kontrolliere ich auch immer Ausweise. Nicht wie du, nicht wie ich. Ich habe dich jetzt... Polizisten verdienen richtig. Nicht kontrolliert. Nee. Hallo, meine liebe Liebende! Ja, hier, ich bin liebend. Ich bin der liebe Liebende.
zurück. Oh, let's go. 2-1. Ich hätte gerne eine Kiste ist mir noch. Die Party geht ab, hey! Wo sind meine Shutter Shades? Jeremy ist 19, Julia ist 17 Jahre alt. Okay. Doch danach fragt ihr keiner. Hochprozentiges wird unabhängig vom Alter ausgeschenkt. Auch in Spanien gibt es Jugendschutzgesetze, doch Kids bringen Cash. Alkohol, Anos, Ani. Jahre? Was ist das? Jahre? Ist das Kosovo-Albanisch hier? Hier, Jahre? Ich glaube, das ist Albanisch. Das Verbotsschild am Eingang, also nur ein Lippenbekenntnis. Albanien hat ja. Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, Shoutout an den Kosovo. Den Geschäftsleuten hier ist nur eine Regel heilig. 2-2. 3-2. Diese Art Alkoholprobleme gehören nicht ins schöne All-You-Can-Drink. Gut, es ist ein schönes Ergebnis. Hätte man nicht gewettet. Stört die gute Laune und wird entsorgt. Von Sieg der Schweiz. Erst kurz vor Sonnenaufgang geht's ins Hotel. Nur für ein paar Stunden. Ausschlafen ist nicht. Dafür wird keine Zeit sein. Ja, natürlich. Normal. Man geht ja auch in die Ferien. Schlafen kann man dann zu Hause wieder. Denn schon... Ist das Selbstsinn. Aber wollen wir uns das... Komm, ja, komm, wir schauen uns das noch... Wir machen dann Schluss. Aber wir schauen uns das noch an hier. 3 Minuten. Und um 10 Uhr morgens geht der feuchtfröhliche Party-Marathon vor. Oh nein, ich will auch mal wieder ins Meer, actually. Ich bin mir... Tatsächlich am Überleben, ob ich jetzt kurzfristig, weil ich habe Ende September Ferien und ich bin mir wirklich am Überlegen, ob ich jetzt irgendwie kurzfristig noch was hier aufgleisen soll, da, weil ich möchte mal wieder das Meer sehen. So, ich mag das Meer. Jeder mag das Meer. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Also das wird, ja... Ja, nur um den Talk zu talken. Okay, schauen wir weiter. Beach Party. Das Highlight. Eine abgelegene Bucht. Oh, fahren wir zum Urlaub. Zu Hause wird ein Urlaub vom Urlaub gemacht. Ja, genau. Wir haben schon geplant. Wir fahren eine Woche in Bungalow. Ich flieg nach Marokko. Party. Hey, was geht ab? Ein Traum von Klassenfahrt. Nur hallo. Und für 35 Euro extra ist die Menge inklusive. Something is wrong here. Something is wrong here. Das macht happy und hemmungslos bei 30 Grad im Schatten. Something is wrong here. Ah, das ist ein Player. Playboy 51. Auf Party Safari. Das ist der erste, ja. Die traditionelle Antwort. Sehr cool. So was mag ich, so kleine Fetzelchen, die einem Einblick gewähren in einen anderen Haushalt. So. Hast du gehört, was er gesagt hat? Das fünfte. Wenn eure Eltern euch jetzt sehen könnten? Mein Papa würde sagen, immer wir holen. So was mag ich. Sorgen, dass das der erste Schritt Richtung Alkoholismus ist. Oh, look at me. Gut, ich habe auch in diesem Alter angefangen zu rauchen, weil es cool war. Ja, ich kam, weil es cool war, aber ich blieb, weil ich Tabak liebe. Ich rauche absurd gern. Und habt ihr niemals Sorgen, Drum-Tabak, dass das der beste Tabak der Welt. Drum. Reisen bildet, das war gestern. Heute ist Urlaub mit Umdrehung angesagt. Ob Alkohol zu Hause am Kiosk oder am Urlaubsstrand. Aber ja, schon, hier ist der Sportgeist, ich hab's schon gesehen. Ja. Ja, das Chick macht auch mit. Ah, das war schon. Ja gut, das war. Ich glaube, das war's auch für uns in diesem Moment. Ja, und Sie, liebe Zuschauer. Ja, das war's. Ich wollte nur, ich hatte Bock. Ich hatte Bock, ein Video zu machen, mir irgendwelchen Dokumüll anzusehen und mich ein wenig zu amüsieren. Und also ich habe mich amüsiert. Und ich lade jetzt das einfach hoch. Peace, God bless. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.